Geschichten, Mythen und Legenden. Das alles gibt's nicht nur in jahrtausendealten Überlieferungen, sondern auch noch heute im und ums Gaming. Irgendwer erlaubt sich einen Spaß mit einer Mod? Bäm, Mythos. Jemand schreibt aus Spaß eine Gruselgeschichte? Bäm, Legende. Solche Geschichten haben manchmal einen wahren Kern, sind aber oft auch frei erfunden. Und weil es davon auch noch so viele gibt, stellen wir euch gleich 7,5 Gaming-Mythen vor. Mythos 1. Los Santos Bigfoot. Jeder von euch hat bestimmt schon mal von Sasquatch gehört, besser bekannt als Bigfoot. Nein? Riesiges Ding, haarig, große Füße, gibt's vermutlich nicht und trotzdem wird er überall gesehen. So angeblich auch in Los Santos, der Stadt aus GTA San Andreas. Das haarige Affenwesen wurde damals angeblich in den Regionen Mount Chiliad und Shady Creeks gesehen, wo man tatsächlich auch große Fußspuren finden kann. Einen weiteren Hinweis soll ein Blick auf die Karte des Gebiets liefern, das aus der Vogelperspektive vermeintlich wie ein riesiger Fußabdruck aussieht. Na, das nenne ich mal einen fußfesten Beweis. Das Gerücht verbreitete sich so schnell, dass damals in den USA sogar Geld für Beweisfotos geboten wurde. Dadurch wurde nicht nur der Mythos noch bekannter, sondern es tauchten auch Mods und Fälschungen auf. Terry Donovan, Mitgründer von Rockstar Games und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bestritten die Existenz des Bigfoot. Als Hommage an diesen Gaming-Mythos kann man aber in einer bestimmten Mission in GTA 5 mit etwas Glück ganz kurz einen Blick auf das riesenfußige Geschöpf erhaschen. Nach nur wenigen Sekunden verschwindet Bigfoot aber spurlos. Mythos 2. Die geheime Q-Dimension. Zu Diablo 1 kursierte 1997 das Gerücht über ein mysteriöses Portal in eine andere Dimension. Demnach sollte man 3 Kühe in einer bestimmten Reihenfolge anklicken, um das Tor zum sogenannten Q-Level zu öffnen. Das Gerücht verbreitete sich und viele versuchten, den geheimen Abschnitt zu finden. Im Internet wurden zahlreiche Anleitungen rumgereicht. Manche sagten, man sollte ziemlich oft auf eine bestimmte Kuh klicken, andere, dass man zuvor das Ohr von Diablo verfüttern müsse. Aber nichts davon funktionierte wirklich. Der Mythos wurde aber so bekannt, dass das verantwortliche Studio Blizzard im zweiten Teil wirklich einen Kuh-Level versteckte. Nur waschecht mit einem Kuhkönig natürlich. Da haben sich die Entwicklerinnen und Entwickler wirklich sehr bemüht. Versteht ihr? Mythos 3. Polybius. In den 80ern waren Arcade-Automaten einfach noch der Shit. 1981 sollen in Portland einige Automaten mit dem Namen Polybius aufgestellt worden sein. Schon das Spiel selbst war komisch. Da musste man nämlich durch ein kaleidoskopartiges Bild fliegen. Ein bisschen, als ob man zu viel Brausepulver inhaliert hätte, oder? Es wird aber noch komischer, denn während man so durch diesen hypnotisierenden Raum fliegt, sollen einem Soundfiles Dinge wie Gehorche und Konsumiere entgegengeworfen haben. Alle, die Polybius zu lange spielten, litten fortan gerüchteweise unter starken Nebenwirkungen, wie beispielsweise Amnesie oder Depressionen. Die sind wohl auch der Grund, warum der Arcade-Automat schnell wieder aus den Spielhallen verschwand. Angeblich wurden auch immer wieder Männer in schwarzen Anzügen in der Nähe der Automaten gesehen, die Beobachtungen angestellt, Automaten aufgeschlossen und Daten ausgelesen haben sollen. Damals wurde vermutet, dass Polybius zur Gedankenkontrolle von Kindern dienen sollte. Und Überraschung, dieses gemeingefährliche Spiel gab es tatsächlich. Allerdings war es viel weniger ein geheimer Apparat der Regierung, sondern nur ein ganz normales Arcade-Game, das es mit seinen spacigen Effekten etwas zu gut meinte. Das Gerät verschwand schlicht und weg vom Markt, weil das Risiko für epileptische Anfälle zu groß war. Mythos 4. Der geheime Minecraft-Charakter. Auch wenn Minecraft für den einen oder anderen Jumpscare sorgt, ist das Klötzchenspiel weit weg von gruselig. Die Legende um eine Figur namens Harrowbreen hat aber weltweit für Gänsehaut in der Minecraft-Community gesorgt. Harrowbreen soll zufällig in mehreren Spielen plötzlich aufgetaucht sein, wo er kleine Pyramiden selbst gebaut oder Laub von den Bäumen entfernt hat, um es anschließend anzuzünden. Klingt ja erstmal nicht weiter tragisch. Allerdings taucht er wohl besonders gerne im Nebel auf und bei seinem Erscheinen sollen außerdem plötzlich sämtliche Fackeln von den Wänden gefallen sein, wodurch die Häuser den Schutz vor wilden Monstern verlieren. Obwohl Harrowbreen wie eine normale Spielfigur aussehen soll, unterscheidet ihn ein kleines Detail. Seine toten, weißen Augen. So gerne sich Minecraft-Jünger die Geschichte auch am Lagerfeuer erzählen, wahr ist nix davon.
Die Geschichte kam bei den Entwicklerinnen und Entwicklern aber so gut an, dass die Figur nicht nur in diversem Werbematerial auftauchte, sondern auch als Skin den Weg ins Spiel fand. Mittlerweile existiert auch eine Mod, mit der ihr euch nun auch in echt vor Herobrine gruseln könnt. Und weiß er... Oh, Herobrine! Oh mein Gott! Mythos 5. Der Madden-Fluch. Egal ob FIFA, NBA Live oder NHL, viele Profisportler träumen sicher davon, sich mal auf dem Cover von einem EA Sports-Titel zu sehen. Ob das auch für die Madden-Reihe zutrifft, ist fraglich, denn auf ihr lastet womöglich ein Fluch. So absurd das Ganze erstmal klingen mag, aber dahinter steckt tatsächlich eine Vielzahl an seltsamen Zufällen. Fast jeder Athlet, der sich bisher auf dem Cover befand, hatte im Laufe der jeweiligen Saison in irgendeiner Form großes Pech. Die Vorfälle reichen von missglückten Spielen, plötzlich beendeten Karrieren, Negativrekorden bis hin zu schweren Verletzungen. In der 28-jährigen Madden-Geschichte gab es bisher nur 3 Jahre ohne ein negatives Ereignis. Der vermeintliche Fluch machte so große Kreise, dass EA selbst schon eine Filmkomödie geplant hatte, die aber nie umgesetzt wurde. Zum Glück. Ob ihr an den Fluch glauben wollt, müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Wo allerdings sowas hier an der Tagesordnung ist, sind Verletzungen vielleicht doch ein bisschen wahrscheinlicher als ein übernatürlicher Unglücksfluch. Mythos 6. Das Zukunftsradio. Von Glückskeks bis Tintenfisch-Orakel gibt es viele vermeintliche Methoden, in die Zukunft zu blicken. Eine weitere liefert ein Radiosender in Fallout 3. Wenn man eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt, wird das Galaxy News Radio zu einer sogenannten Number Station, die verschlüsselte Botschaften versendet. Dort gab es Zahlenreihen gefolgt von Morsecodes zu hören, die zügig von den Spielerinnen und Spielern weltweit entschlüsselt wurden. Darunter waren Nachrichten wie: Ich kann nicht glauben, dass Britney tatsächlich einen Oscar gewonnen hat. Schnell kamen die Rätselnden auf die Idee, bei den Zahlen könnte es sich um ein Datum handeln. Der Schock war groß, denn mit der Kombination aus Datum und Nachricht schienen Ereignisse wie der Tod von US-Schauspieler Gary Coleman im Jahr 2010 und die Deepwater Horizon-Ölkatastrophe korrekt vorhergesehen worden zu sein. Kann Fallout 3 vielleicht wirklich die Zukunft voraussagen? Und wird Britney 2023 tatsächlich einen Oscar gewinnen? Wahrscheinlich eher nicht, denn das Radio hat auch gesagt, dass die Queen 2014 sterben wird, was bis heute nicht passiert ist. Das Future-Radio bleibt also ein ambitioniertes Easter Egg mit ein paar Glückstreffern. Mythos 7. Die Selbstmordmelodie. Dass die ach so knuffige Pokémon-Reihe in den 90ern für eine Reihe von epileptischen Anfällen unter Kindern in Japan verantwortlich war, ist kein Mysterium, sondern traurige Wahrheit. Böses Pikachu! Pokémon! Dass an der nächsten Geschichte aus der Welt der Taschenmonster auch etwas dran ist, hoffen wir in jedem Fall nicht. In den japanischen Versionen der roten und grünen Edition soll die Hintergrundmusik der Geisterstadt Lavandia auf einige Kinder eine gefährliche Wirkung gehabt haben. Demnach sollen sie beim Hören dieser Musik nicht nur Kopfschmerzen und Nasenbluten bekommen, sondern sogar Suizid begangen haben. Auslöser dafür sollen die sogenannten binauralen Beats gewesen sein, die von Erwachsenen nicht wahrgenommen werden können. Auch die grafische Darstellung der Töne bestärkte die These. Zwar gibt es keine Beweise für tatsächliche Vorfälle, jedoch hat Nintendo die Musik in Lavandia für den westlichen Release der ersten Pokémon-Spiele verändert, was wiederum Spekulationen über den Wahrheitsgehalt entfachte. Und zum Schluss noch ein Bonus-Mythos. Ihr dachtet, ein kräftiger Puster in eure Cartridges hilft, wenn die mal nicht so wollen? Tja, dann muss ich euch enttäuschen. Die Kolleginnen und Kollegen von Digital Press haben das umfänglich getestet und kamen zu diesem Ergebnis. Tatsächlich steigt so enorm das Risiko, dass die Kontakte durch euren feuchten Atem beschädigt werden. So, und jetzt wisst ihr's. Mit diesem Service-Tipp verabschiede ich mich und hoffe, dass da das ein oder andere Mysterium dabei war, das euch zum Gruseln, Rätseln oder vielleicht auch Schmunzeln gebracht hat. Ich schaue mir gleich nochmal Not a Girl mit Britney Spears an und entschlüssel danach gemütlich mit meinem Leguan noch ein paar Morse-Codes. Tschüss, euer Ingo.